eine der besten Unterhaltungen, die es gibt. Es ist soweit. Eine neue Folge Beauty and the Nerd mit der Reaction von meiner Wenigkeit. Gebt dem Video schon mal einen Daumen nach oben, damit ihr es später nicht machen müsst. Abonniert, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Beim großen Finale werden die Nerds hier mit mir in der Bude sitzen und wir werden uns das ganze geile Finale zusammen anschauen. Viel Spaß mit dem Video. Chat, heute ist das erste Umstyling. Es geht los. Wir gehen rein. Seid mal jetzt alle ruhig. Ey. Mit Fashion-Experte Thomas Rahm. Thomas Rahm, mein Arsch. Seid ihr gespannt, wer es sein wird? Ja. Oh mein Gott. Welcher Nerd erstrahlt im Alter. Neuen Look? Hola, Chicas. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, das ist definitiv nicht der neue Look. Kann Babu Kiel... Babu muss weinen? Wow. Wow. Ja. Wow, wow. Wow, wow. Yeah. Chat, ab jetzt geht es los. Och nö. Ja, jetzt muss ich halt gehen. Ich bin jetzt halt hier alleine. Ich spiele jetzt weiter. Aber für Nelly und den hier verdeckten Mike endete die... Freunde... Sind hier der 1. Mai oder was ist hier los? The Frau must go on. Oh. Alles gut? Ja, und bei dir? Ja, soweit ist okay. Wieso bist du deine Gefühlslage gerade? Eye-Tracker Sass und weiße Fußnägel. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt so ein kleines Umstyling machen für die Nerds? Dass wir unseren Nerds jetzt mal ein paar sexy Klamotten anziehen, vielleicht aus unserem Kleiderschrank. Dankeschön, 372er. Quasi ein Umstyling-Warm-up. Ja, das ist eine geile Idee. Alter, ja. Ey, wenn Pierre sagt, dass das eine geile Idee ist, dann war es höchstwahrscheinlich keine geile Idee. Aber wenn er mit im Boot ist, ist das ein gutes Zeichen für Unterhaltung. Zieh, könnt ihr noch mal Stoff und Nadel und Faden kriegen? Ich habe eine Idee für mich. Du machst gar nichts. Nichts. Du wirst von uns umgestylt, Pierre. Gut. Das muss ich dir manchmal sagen. Gib mir Nadel und Faden, ich habe eine Idee für mich. Nein, hast du nicht, Bro. Nein, Bro. Er wurde gebrot. Ziehst ein Bikini von mir an. Let's go. Ich fand's richtig cool, dass alle wirklich motiviert waren und gesagt haben, Hey, ja, cool, wir machen das. Das war schön anzusehen. Naja, fast alle. Oh oh, ist Bernhard in der Silly Goofy Mood? Das ist halt so, wenn man sich sowieso schon unwohl fühlt und sich dann noch mal das steigern will und sich noch beschissener fühlen soll. Aha. Ja, aber es ist ja auch jedes Mal, Kilian, wenn du was ist, dass du keinen Bock darauf hast. Okay. So, du blamierst dich ja nicht, das ist einfach lustig. Babu möchte ihm eher beibringen, wie er Spaß an der Freude hat. Bernhard? Ich sehe schon aus wie so ein... Das war super geil. ...ein Spanferkel im echten Leben. Bro. Eben. Wir müssen die Titten machen. Da muss ich nicht auch noch... Das ist Wahnsinn. Das sieht aus wie ein Spanferkel mit Schleife. Das wird Babu verhindern. Ich glaube, deine Brüste müssen hier rein. Das ist Alter, ist das krank, Bro. Eis Matcha Latte. Genau, eins. Alter. Oh mein Gott. Say no more, Bro. Same Vibe. Holy shit. SpongeBob, sexy Patrick. Ja. Hä? Ich schwör! Ich schwör! Herzlich willkommen zu Beauty and the Nerd Next Topmodel! Einen großen Applaus! Alter! Oh mein Gott! Bro, das ist krass. 3 Jahre! Zeig uns! Wow! Bro! Loki Slay, Bro! Ich finde. Er läuft mit diesen für echt. Wisst ihr, was ich meine? Er trägt das. Er trägt das. Pia sieht einfach richtig geil aus. Sorry, also die Wig. Ja? Das Oberteil, die Hotpants. Die Brüste. Bro, das. Der Scheiß ist Cray Creative. Bro, der Scheiß ist on some Diff-Diff shit, Bro. We Diff-Diff out here. Bro! Collini to the motherfucking Tortellini! Kriegst du es hin, Kolinski? Ja, ich krieg das hin. Colina! Ha! Was zur Scheiße? Oh, hey, sexy lady. I like your flow. Your body's burning. Sag noch was, du bist iconic. Ich bin iconic. Alles nur für Screen Time. Ich bin Colin to the motherfucking Tortellini. Bro, slay!
Und mein Highlight war, dass er... Bro, wie kann er so viel Fotze zeigen? Das ist ja krass. Besser in meinen High Heels läuft als ich. Ich hatte es dann irgendwann raus. Oh. Jemand fällt hin, dann hätten wir auf jeden Fall einen Bingo. Aber die Treppe weiß ich nicht, wie du das machst. So, signore, signore, vi presento il modello internazionale. Die Überschrift ist, Peaky Blinders is alive. What the fuck? Ich wusste kurz nicht, wer das ist. Bro, warum? Bro, wisst ihr, wie sie aussieht in dem Case hier gerade? Wie dieser eine vom Berliner Hauptbahnhof, der sagt, haben Sie 1 Euro für ein Kind in Afrika pro Tag? Dann kommen Sie doch mal mit und setzen Sie hier einmal Ihren Blutpack drunter. Ich habe eine kleine Rasierklinge mit dabei. Geben Sie mir mal den kleinen Fingerzack. Super, hier. Und viel Spaß. Abfahrt in den Zug rein. Yeah! Und deswegen kommt jetzt hier Katharina. Hey, Katharina. Alter. Bro, das ist wirklich richtig fotzig. Das ist wirklich krass. Hey. Kilian hatte zwar keinen Bock, das hatte man ihm aber, glaube ich, auch angesehen. Naja, immer für heute sexy Chica Walk. Ich würde jetzt gerne, jetzt sofort, mit sofortiger Wirkung, eine einstweilige Verfügung gegen Sam unterlassen, und zwar right nun. Er hat genau dieselbe Stimmlage wie Jorge, deswegen hat er das auch echt gut rübergebracht. Mit dem Saufen bestimmt echt funny. Safe, Bro. Und dann mache ich schön wieder. Wow! Euer Tita-Hot, alle! Wow! Dann vor allen Dingen das Kopftuch und dann mit der Brille. Oh yeah. Und dann diese Hose, die normalerweise bis auf den Boden hängen soll. Bro, er ist eine 80er-Fashion-Ikone, Bro. Die sahen auf jeden Fall alle aus, als ob sie direkt nach Malle fliegen würden. Ja. Bro, also Re-Rap, wenn er hier nicht die Punkte bekommt, dann ist... Also Durchfall, Bro. Also sorry, das sieht halt wirklich tight as fuck aus. Er sieht aus wie eine Kultperson. Bro, das ist krank. Wenn jetzt irgendwie Germany's Next Topmodel als nächstes anruft für ein Plus-Size-Model, kein Problem. Ich komm vorbei. Alter, du bist ein richtig geiles Plus-Size-Model. Super size me, Pierre. Super, super size me. Bei einem anderen Nerd kann Heidi sich die Anfrage sparen. Hey, hey, hey. Ja, er ist nicht so zufrieden, ne? Ja, was gibt's? Warum bist du genervt? Hast keinen Bock auf sowas, gell? Nee, ich sehe sowieso scheiße aus. Die arme Maus. Diese Multi-Challenge lässt sich nur mit absoluter Schmerzfreiheit bezwingen. Das Team mit den meisten Punkten nach 4 Spielen gewinnt. Okay. Bei Gleichstand entscheidet eine Schätzfrage. What the fuck? Den Flirt-Nerds scheint der Ernst der Lage nicht ganz klar zu sein. Halt auf. Was? Mit was? Mit was? Mit was? Runde 1. Welche Beauty schneidet sich am meisten Haare ab? Ich hab mir schon bis hier abgeschnitten. Wie viel würdest du dir jetzt quasi abschneiden, um diese Aufgabe zu gewinnen? Oh mein Gott, müssen die das dann aber jetzt auch machen? Haare, die wachsen nie, also nein. Ja, oder ich schneide mir halt Bondings raus, ne? Ich kann What the fuck? Vielleicht so ein Stück abschneiden, aber die haben alle Extensions. Das heißt, die schneiden, wie viel sie wollen. Das sind meine echten. Wer das nicht gewinnen, heulich. Und die müssen, die müssen das wirklich machen? Okay, Bro. Matten. Okay. Scheiße. Beinhaare zählen natürlich auch. Das ist Krabbe. Nein. Bro, was war das denn? Kim und Colin tun nur so. Kilian und Babu machen kurzen Prozess. Bro, das ist richtig viel. Zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu hoch. Bro, er hat sie gefickt. Das ist krank. Viel zu hoch, Junge. Nee, guck mich doch mal an. Du machst es auf derselben Linie. Es ist kurz. Es ist kurz, ja. Aber es ist noch über Schulterlänge, deswegen... Jemand heult! Vielleicht werden es gleich Glückstränen. Oh ja, aber Babu hat doch safe gewonnen, oder was? Wie viel Gramm hat Linda geopfert? Ja, das ist ja scheiße. Ich habe für nichts meine Haare abgeschnitten. Hast gesehen, wie viel die haben? Bei Babu dürfte es ein bisschen mehr sein. Alter Schwede. Oh mein Gott! Da zeigt sich ja eigentlich nur, wie krass sie dieses Game hier wirklich auch gewinnen möchte. Alter Schwede. Ja, aber das ist doch, das kostet doch kein Geld, oder? Also sie hatte doch, das waren doch ihre Naturhaare, oder was? Ich finde auch, das sieht gut aus. Re-Rap, das ist gut. 70,57.
Das ist auch schon viel, ne? Ja, wieder nicht mit oder was. Ich finde das aber eklig. Extensions, ja, aber hatte sie doch niemals, oder? Gern. Ja. Ich hab sie gern. Ich sehe das. Salvo, bitte. Hat sie doch gesagt? Okay, ja, das ist krass. Hä, wo hat er denn die Haare her? Von seinem Bein. Von seinem Sack. Oh. 33,09. Ich war so viel wie mir und für meine echten Haare. Ich habe in meinem Leben noch nicht Beine rasiert, ich habe einfach rasierte Waden. Wie viel hat sich Shelly amputiert? Boah! 36,91. Ich route Loki aber für Babu. Ich habe mir nichts abgeschnitten, mein Ergebnis ist 0, aber wenigstens sind wir keine Nullen, gell? Das ist auch krank, aber Team Bluff ist ja super dumm, weil das bringt überhaupt nichts. Ein teurer Punkt. Sehr Felix krank. Und Chat. Spiel 2 von 4 gewinnt das Team mit den meisten Wäscheklammern im Nerd-Gesicht. Ja, das schafft ihr. Geil. Okay, Pierre 41 kommt Klammern. Auf 41 Klammern. Kilian auf 2 weniger. Schade. Joel hat 28 geschafft. Sam 49. Und Klammervollbart Colin glatte 50. Okay. Runde 3. Wie viele gegrillte Skorpione ist eure Beauty in 3 Minuten? Was, Digga? L-Take. E, Bro. 3. Wir haben 4. Wir haben 6. 0. Ich hasse doch mein Leben. Wir haben eine 11. Was habt ihr? Ich habe in den Challenges gemerkt, dass du halt sehr schnell Sachen essen kannst. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ja, das ist ein Skorpion. Das wird jetzt sein, wahrscheinlich wie so ein Gamba oder so. Kaust du 2-3 Mal und runter damit 2-3 Bissen. Bro, das ist abgefuckter Firlefanz. Und der ist ja ein richtig fetter Brummer. Wenn Kim nicht auf ist, gewinnen die anderen Teams den Punkt. Go, Kim. Alter, wie sieht sich da ein wegknirscht? Okay, du machst es. Ich glaube nicht. Essen kannst du. Mhm. Der ist so trocken. Bro, aber sie schlingt das auch weg, ne? Der zweite von 11 Skorpionen ist fast verputzt. Bleiben noch 54 Beine, 18 Scheren und 9 krosse Körper. Ich hab Schwänze abgehakt. Das ist krank. Ich hätte 6 einfach runtergefressen, egal wie. Kims Versagen beschert allen anderen je einen Punkt. Wenn Babu das jetzt nicht gewinnt, dieses Game hier, dann wäre es auch echt. Ich bin stolz auf dich. Jetzt müssen die Beauties Balance aufpusten. Wessen Ballon zuerst platzt, bekommt den Punkt. So hört sich also ein Blasorchester an. Und ein Unlustiger Witz, Bingi. Sag ich doch. Scheiße. Oh, mir schwindelig. Oh mein Gott. Ey, ich hab um mein Leben geblasen. Jetzt sind Hochstapler gefragt. Welcher Nerd türmt per Essstäbchen in einer Minute die meisten Würfel auf? Gut, dann mach, wie du willst. Du musst es wissen. Kannst du das oder kannst du es nicht? 7. Boah. 2. 2? Oh, oh. Oh, oh. 4. 5. 4. So, 3. Somit sind 7 Würfel das höchste Gebot. Das ist krass, Bro. Beweist Mittelalter-Nerd Pierre sein Geschick am Essstäbchen? Oder hat er den Mund zu voll genommen? Das ist doch easy, der oder? Der erste Würfel kippt schon mal nicht um. Aber gilt das auch für den zweiten? Yes. Das ist doch nicht schwer, oder? Und Babo, 6 richtig. Bewegt Pierre wie ein nervöser Sushi-Feinschmecker. Oh, oh. Doch er braucht 7 zum Sieg. Oh nein. Das oh war jetzt nicht nein. So langsam. Und das möglichst schnell. Langsam und das möglichst schnell war schon wieder, also Meisterleistung. Oh, alles gut, beruhig dich. Wie viel Zeit hat er noch? Hast du super gemacht. Nee, hat er nicht. Oh, das war nichts. Welche Beauty kann sich innerhalb einer Minute am meisten Permanentmarker ins Gesicht schmieren? Okay. Bro, wer macht das, Bro? In den nächsten Tagen. Wer überlegt sich ich das? Ich habe schon Haare abgeschnitten und dann male ich mich noch, ja, mit so einer dunklen Farbe ins Gesicht. Wer nicht will, wird nicht zu seinem Punkteglück gezwungen. Bro, ich hoffe, Linda verkackt's und wird richtig von Pierre geflamed. Ja, mach nicht mehr. Komm nicht auf die Arbeit. Ja.
Babu geht all in. Treffe ich gerade alles? Du triffst. Ne? Du triffst. Du bist jetzt ein bisschen höher. Zu stören. Mehr. Hä, warum macht sie das selber? Achso, sie wollte. Ist das viel? Es ist sehr knapp, aber diese Runde geht an Linda! Was? Und Kim! Damit stehen drei Paare bei drei Punkten. Warum an beide? Punkten. Und die Täubchen turteln vertraut. Pierre ist an der Leine. Facts aber. Bäumt. Big Facts. Junge, was macht ihr da? Wir klopfen. Wenn ich von meiner Seite immer alles gebe und versuche auch dich zu motivieren oder keine Ahnung was, und wenn du dann die ganze Zeit mit Joel da rumhantierst und mich nicht ernst nimmst, obwohl ich meine scheiß Haare abgeschnitten habe. Ja, Nerd ist verliebt. Nerd ist in love. Nerd ist verliebt. Bingi. Die 1000 Euro kosten, dann fühle ich mich ein bisschen verarscht auch, weißt du? Die wurde so gefickt, Digga. Die hat sich ihre scheiß Extensions für einen Granny rausgecuttet, Bro, und wird gefickt, weil er mit ihr flirtet da. Die Arme, Digga. Und wenn du beim Spiel dann nicht so fixiert bist, wie ich es bin, was soll ich dann noch machen? Da fühle ich mich verarscht, sorry, ist so. Geht nicht. Die Arme. Jetzt entscheidet sich der Gesamtsieg. Wie viele Kilometer liegen zwischen Berlin und Bangkok? In Bangkok! Ich glaube 8000. Point blank ist? 36 Minuten. 8900 Kilometer. 8500 wow. Kilometer. Wow. 3000. 8604 krass. Kilometer. Die haben. Ich habe 8,5. Schwer ins Halbo. Oh mein Gott. Crazy, Bro. Also Babu wird wirklich ausgezogen, ne? Sie wurde ausgezogen und übers Feld gejagt. Das ist verrückt. Ich finde es auch gut, dass Salvo und Joel gewonnen haben. Ja. Das spielt uns gut in die Karten. Alter. In Babu brodelt es dagegen gewaltig. Aua, oh, oh, Babu ist sauer. Glückwunsch, ne? Nicht, dass ich das nicht gerne wieder mache. Ich weiß, was du. Ich weiß, was du hier gemacht hast. Ja, aber das geht nicht. Ohne Scheiß. Ich schneide meine 1000 Euro ab und mach die ganze Zeit so, Alter. Was ist das? Das ist scheiße. Für mich ist es scheiße, Mann. Ich gebe dir alles. Ich versuche alles zu geben. Meine ganze Energie stecke ich hier rein. Und dann kommt sowas, weißt du? Das geht nicht. Ganz ehrlich. Ist sie eifersüchtig auf einen Nerd jetzt oder was? Nicht. Das, ey, kann ich nachvollziehen, ehrlich. Verstehe nicht. Das sind halt wirklich wie Kinder, die spielen, ne? So. Was ist da falsch? Komm her. Nein, Mann, ich hab Schwierigkeiten. Ich weiß. Dumm. Ich weiß. Deine Haare vor allem. Nee, Schatz, ich hab keine Energie mehr, weißt du? Ich steck dir alles rein. Ich steck meine ganze Energie in diesen Menschen rein, weißt du? Und dann macht du ein Spielchen. Oh, was fuckt ab, Mann? Bro, es hat einfach geschafft, einen Nerd, eine Beauty zu verletzen, ne? Ja, ist ein Ausraster. Bing, bing. Ah, du brauchst jetzt kein schlechtes Gewissen deswegen zu machen. Ja, weil ich bin schon so ein Mensch, wenn man mir das heute auf den Kopf wirft. Und ich bin so, okay, tut mir leid, ich wusste das nicht. Dann hätte man mir das halt sagen sollen. Ja. Ich kann. Sie gibt mir übelst die Bibis Beauty Palace Vibes irgendwie, checkt ihr? Keine Gedanken lesen. Klar, ich hab gefragt jetzt wegen ihren Haare oder alles Mögliche. Aber ich kann jetzt auch nichts dafür. Oh Gott, ich hab keinen Bock mehr, die Schuhe, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab das Gefühl, ich muss noch mit Babu reden. Okay. Dann red doch mal mit Babu, hä? Ja, aber sie hat auch schon gesagt, dass sie heute den ganzen Tag nicht mehr angesprochen werden will. Kann ich aber auch verstehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt respektieren soll oder trotzdem noch reden. Respektier das. Dann wird es auf dich wieder zukommen. Babu wird richtig hops genommen, ja. Muss man aber sagen. Ich würde als Babu würde mich abfacken, dass die Ernsthaftigkeit so fehlt, checkt ihr? Dass die Ernsthaftigkeit fehlt dabei, Team-Member zu sein, weißt du, Teamgeist zu haben und nicht zu kloppen, ich check das. Aber so aus so Eifersuchtsgründen check ich's nicht. Was ist das denn hier mit den Bällen? So sieht der perfekte Strandtag für mich definitiv nicht aus. Nee. Tatsächlich müssen sich Beauties und Nerds die Filzbälle zwischen ihre Gesichter klemmen, okay, und so durch den Parcours transportieren. Es siegt, okay, das Team, das seine drei Spielkugeln am schnellsten im Ziel ablegt. Weil wir haben ja schon einen großen Unterschied. Oder das könnte auch wieder so ein Bitcoin-Trader sein, der so 5 Yachten hat auf Malta und so eine Gym-Maus, die dann damit hart fickt, so mäßig. Ich habe mit dir kein Problem, aber es kommt drauf an, wie nah ist. Zum Beispiel so nah. Wir haben uns vorgenommen, in den Ball zu beißen. Hat bei mir nicht ganz so gut geklappt, deswegen habe ich irgendwie versucht, den mit meiner Wange festzuhalten. Okay, geht noch.
Mehr oder weniger war ich dann der Führende und sie war eher blind dann. Ich seh nix. Alter! Oh mein... Bro, so zu machen ist ja so smart, den anzusaugen, oder? Das ist tatsächlich der schwierigste gewesen, weil man sich ja erstmal ein bisschen zurechtfinden muss. Genau. Hast du? Ja. Drück dich an. Und jetzt lauf. Oh mein Gott! Also mit dem Mund hätte ich das nie im Leben gemacht, also nicht böse gemeint, aber auf gar keinen Fall. Boah, ich überlege gerade, was wäre eine schlaue Methode gewesen? Du musst es nehmen. Aha, ja. Warum? Alter, Bro. Wenn man nur das hier sieht. Was zum F*** passiert hier? Alter, Bro. Wisst ihr, wer eine extrem gute Zeit hat hier, glaube ich, gerade? Schweck! Schweck! Der lässt sich richtig gut gönnen. Warte. Oh, oh. Scheiße. Warte, ich muss rückwärts. Entschuldigung. Es hat sich schon flott angefühlt, aber hier und da haben wir auch leider mal ein bisschen Zeit liegen lassen. Hier hält alles. Krass. Warte, drück mir. Du musst weg. Ich dachte, die müssen von vorne anfangen, wenn es fällt, am Anfang. Hoch. Das wäre krass gewesen. Eine Sache war aber echt unangenehm, man hat so deinen Atem gespürt, weißt du? Oh, sorry. Oh, schnell zurück. War das nicht auch der Geil mit Mundgeruch? Bro, ich glaube, heute ist wirklich ganz krass Shreks Glückstag, Alter. Ich gehe halt so eine Minischritte, weißt du? Deswegen. Krank, ey. Ich glaube, du hast meine Zähne geküsst. Ich glaube, ich bin an deinen Zähnen dran gekommen, ja. Einmal im Fernsehen jemanden geküsst und hab's bereut. Und jetzt war das ein Kuss? Kuss! Habe ich schon wieder jemanden geküsst und bereust. Okay. Mach nicht so. Ja. Mehr Druck mit deiner Wange. Ja. Ja, wir haben ihn relativ schnell wieder hochbekommen. Ja. Woran denkst du immer? An den Ball. Mann, er ist so eine liebe Seele, ne? Wie ernsthaft er immer auf sowas antwortet. Die Zeit stoppt erst, wenn alle drei Bälle liegen. Ja, schon! Der hat halt Zahnblut, ne? Ich hatte Blut. Darf ich nicht zeigen. Oh. Aber sieht witzig aus. Komm. Stark. Damit sind alle Knutschkugeln ins Ziel gekommen. Stark, sehr stark. Sehr gut gemacht. Das war widerlich. Ja, aber das ist gut gemacht. Ich denke schon, dass wir es gut gemacht haben, um eine Runde auch zumindest weiterzukommen. Damit Sam sein Umstyling bekommt. Wow, Sam mit dem Umstyling. Was soll man bei Sam großartig machen? Real Rap. Wie perfekt ihr Strandtag wirklich war, erfahren die beachfidelen Teams nach einer kleinen Regenerationspause. Antreten zur Vollversammlung. Komm her. Liebe Beauties, liebe Nerds. Ihr habt mal wieder bewiesen, dass ihr geschickt mit Bällen umgehen könnt. Wow. Mach mal Tokenbombe-Sound. Was ist eine Tokenbombe? Horsecock 92 spendet 150 Token. Hier sind eure Ergebnisse. Puh. Linda und Pierre, Platz 5. Hä? Hab ich mir schon gedacht. What the fuck? Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Boah, das Gesicht von dem Pierre, als die Letzte waren. Ey, wenn Pierre kein Upstyling bekommt, Bro. Du fällt gewohnt schon mal gar nicht den letzten Platz. Yo, what's the flip? Also ich glaube, da wird jetzt 3 Tage geweint. Oh, oh. Wow! Oh mein Gott! Salvatore und Joel, ihr seid damit die Gewinner. Herzlichen Glückwunsch! Ja, verdient gewonnen. Der Salvatore darf heute entscheiden, wer ins Exit-Game geht. Ja. Oder der Salvatore darf entscheiden, wer direkt geht, ohne Exit-Game. Okay. Das sind alles meine Theorien. Und ich denke, irgendeiner davon wird eintreffen. Welches Team muss nach Hause gehen? Trifft die Entscheidung zwischen den Letztplatzierten beider Challenges. Das ist, Bro. Zur Auswahl stehen somit Shelly und Sam. Nein. Sowie Linda und Pierre. Nein. Zieht euch jetzt in euer Schlafzimmer zurück, diskutiert und teilt dann der Gruppe eure Entscheidung mit. Ich weiß es nicht. Aus dem Team hier kann ich halt die Beauty ganz gut leiden, Shelly. Und aus dem anderen Team kann ich halt Pierre ganz gut leiden. Es ist einfach eine scheiß Situation. Keine tolle Entscheidung, die ich hier treffen muss. Alter, Bro.
verstehe einfach nicht, warum da nicht Kim steht. Ja. Die sind viel besser wie wir, das wissen wir beide. Wir wissen beide, dass die beiden einfach besser sind. Alter, Bro. Right in the fields, Bro. Hältst du jetzt meine Hand? Wenn es sein muss. Oh nein. Ey, ich hätte das Pierre-Umstyling. Nein. Ich kann es das okay. nicht, wenn ich ist selber gerade so. Ich kann es nicht erklären. Komm. Ja, dann raus mit Linda. Also wirklich, also dann scheiß auf Linda, dann weg. Oh, Bro. Wisst ihr, ich bin hier nicht alleine gekommen. Und ich muss an uns denken, an unser Team. Pierre, ich würde dir das gönnen, ehrlich. Du bist ein guter Junge. Ich hab dich hier kennengelernt. Pierre! Komm her. Ich nimm's dir nicht böse, du brauchst nicht weiterreden. Pierre! Nein! Beide sehr viel Mitleid, dass Salvatore geweint hat. Ich wollte einfach hier, dass die Kim steht. Ja, ja. Habe ich mir schon beinahe auch gedacht. Alles gut. Ich wollte dich hier raus haben, ja? Nein, hör auf jetzt. Okay. Oh mein Gott. Da ist mein Mitgefühl dann auch jetzt schon wieder. Jetzt ist schon wieder das Mitgefühl weg, gell? Ja. Digga, Fake-Dude einfach. Hey, das war. Warum Fake-Dude? Er war doch real as. Er hat geheult und hat sogar noch gesagt, er will dich raushaben. Das ist doch real as shit, Bro. Waschlappen. Ja, man muss es auch mal 150 keepen, Bro, Madame. In allem, was er macht. Nochmal Applaus für Pierre und Linda. Ihr wart sehr, 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 sehr stark. Holy sehr shit. Stark. Wir sind gar nicht traurig, dass Pierre und Linda gehen. Ihr seid fake, hä? Das, hä? Ihr wart ein starkes Team. Trotz dessen interessiert mich deine Meinung immer noch nicht. Weiche davon. Ich wünsche ihr einen guten Heimweg. Alter, Kim darf das niemals chippen, Bro. Pierre's Heimweg. Boah, ey, imagine wie... Guck mal, Trash-TV ist dafür bekannt, aber wie geil wär's, Chat, wenn das wirklich einfach einmal genugtuend wäre und Kim stände auf diesem Zettel drauf. Stellt euch mal vor, Salvatore hätte jetzt einfach Kim wegschicken können, Bro. Holy shit. Weg beginnt am heiligen Nerdsbrocken. So knie dich für deine letzte Segnung und empfange den Segen, Brücki, oh Brocken, nein. Brückmann, Pierre. Ich bin Thomas Rath, ich bin Designer. Bro, der hat auf jeden Fall einige Hautsachen zum Abklären. Und bin hier verantwortlich für das Umstyling der Nerds. So eine Maus aber, Bro. Thomas Rath, Maus. Ich bin ja hier mit meinem Umstyling-Team. Das ist einmal die Jen aus Berlin, Fashionstylistin. Und die Angela aus Salzburg, mhm. Haar- und Make-up-Artist. Okay, Bro, die whipped up mit böse Team, Bro. Mit seinen Achs. Wir wollen sie nicht verkleiden. Weil es bringt mir nichts für einen Abend oder für eine Staffel. Schön ist, wenn sie das begleitet durch ihr weiteres Leben. Das ist perfekt. Aber ganz so. Wichtig ist für mich immer der Moment, wenn ich die Nerds kennenlerne. Die ziehen sich an wie Zalando-Supporter. Als erstes begibt sich Schiffsnerd Sam auf die Reise ohne optische Wiederkehr. Oh mein Gott, Mensch, bist du aufgeregt? Nö, so eigentlich nicht wirklich, aber ja, ich freue mich drauf. Ich bin richtig aufgeregt. Jetzt kommt nichts mehr. Kein Toss. Was ist jetzt los in die große, weite Welt? Naja, klar. Und auch Deadpool-Nerd Kilian darf schon mal zum Umstyling schreiben. Hey, Bro, nimm's mir nicht übel, aber entweder der Piercer hat wirklich ganz großen Humbug gemacht. Wirklich, er hat wirklich gemurkst. Oder das hat sich nachträglich entzündet. Also du kannst mir nicht erzählen, dass der Piercer durch einen Leberfleck sticht. Das kannst du mir nicht ausdenken. Kilian. Hallo, Herr Rath. Hallo. Oha. Sag bitte Thomas. Oh, dann Thomas. Ja, einfach eine Umarmung. Oh, ja. Wie schön. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Hör mal, was ist das für ein irres Outfit? Ja, ist ein Cosplay. Ja, Wahnsinn. Drehst du dich mal? Kann ich machen. Oh, wie toll. Ja. Und das Echte? Nö, leider nicht. Weißt du was, die nehme ich dir mal raus, ja. Oder? Digga. Du bist ja eigentlich dann den ganzen Tag in dieser Welt, oder? Ja, schon. Ich schaue sehr viel Filme und Serien. Boah, er kann sich aber auch gut unterhalten, ne? Genau, das heißt also, du bist sehr in dich gekehrt, kann ich mir vorstellen, oder? Gehst nicht so viel aus. Nee, ich gehe eigentlich überhaupt nicht raus, außer wenn ich was zu essen brauche. So. Wie ist es denn jetzt, bist du gerade hier in Thailand? Ja. Mit all den ganzen Menschen? Ja, ich würde am liebsten hier bleiben. Also gar nicht mehr nach Hause zurückgehen. Ja, genau. Ja, also Kilian ist, na klar, schüchtern. Kilian sieht aus, als würde er dieses, no judgment, als würde er dieses Deadpool-Outfit auch tragen, nochmal zu Hause das gleiche haben, aber mit einer riesigen Aussparung für seinen Monsterschwanz. Das ist gar nicht despektierlich gemeint. Nur, was würdest du am liebsten richtig verändern bei dir? Ja, den Klamottenstil. Ich habe ja immer nur so Baggy-Sachen an, auch immer nur Spaß. Oh, bleib und so bei Baggy, Bro. Oversized-Klamotten sind ja gerade ganz aktuell, das weißt du. Ja, das habe ich aber nur gemacht, um so ein bisschen Bauch. Das ist ja ein Ding. Ja, gut, das müssen wir alle. Re-Rap, ja. Ich glaube, er würde ja krass poppen mit einer, wirklich mit Buzzcut. Nein. Totenköpfe sind auf immer oder? Schön. Also ja. Der ist ja schon mal gebombt.
Der Bon wird noch länger. Und wenn wir das alles hier wegmachen, ne? Das heißt also, dein Gesicht wird natürlich dadurch auch schmaler. Bass ihn, bass ihm out. Natürlich ist er sehr aufgeregt, vollkommen klar. Er weiß ja gar nicht, was er will. Es gibt das große Thomas Ratsch X Shein Umstyling Board. Das war alles Dropshipping-Müll. Hinzukommt, ja. Aber wir wollen ja jetzt keinen neuen Menschen aus ihm machen, ja. Aber er hat Lust. Und das ist das Schöne. Zack! Seine Veränderung sieht Kilian erst bei der feierlichen Präsentation. Nein, der kriegt so einen beschissenen Undercut. Shelly ist, was ihren Nerd betrifft, deutlich planloser. Was macht Shelly? Bei Sam kann ich es mir gar nicht vorstellen. Was wollen die bei ihm machen? Ja, stimmt. Weißt das habe ich auch gesagt. Vielleicht machen die den Bart ab. Dann, ihr geht einfach mit eurer Freundin oder mit eurem Freund am Strand an der Ostsee in Kühlungsborn spazieren, okay? Ihr habt eine wirklich schöne Zeit. Ihr spürt den Sand in euren Füßen. Ihr guckt euch nach rechts und seht das hier. POV, ihr seht das. Schön Haarschnitt. Und eigentlich, was macht ihr denn? Was macht ihr denn in der Situation? Können wir jetzt keine Muskeln ranbauen, weißt du? Was sagt denn der Fachmann? Also Sam, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so ein ganz normaler Typ. Er ist groß gewachsen, ein bisschen schlaksig, hat aber auch sehr schöne Augen, tolle Haut. Hallo Sam. Wisst ihr, was Sam dringend aufhören muss? Sam muss dringend aufhören, so zu lachen. Hör mal, was bringst du denn da Tolles mit? Ich habe hier ein Modellboot dabei. Ich war öfter direkt mit Fernbedienung? Mit Fernbedienung, ja. Ja, das muss natürlich jetzt direkt hier in dem Pool. Ja, dann machen wir das mal. Ja, das direkt will ich aber auch sehen. Nein. Jetzt lass mal hier. Ich lass mal fahren. Ja, das ist so, als würdest du deinem Opa zeigen, was du für ein Spielzeug zu Weihnachten bekommen hast. Dann zeig doch mal her. Der Opa hat gar keinen Bock. Der will einfach nur schwarzer Krauser ohne Filter rauchen auf dem Hängestuhl. Oh, wie cool ist ja, das? Ja, ist cool, ne? Ja, mega. Mega cool. Ja, mega. Mega toll. Aber das ist boah, ihm juckt schon der Schwanz vom ganzen Sexurlaub. Mega tolles Boot. Das ist ein Wasserskiboot, weißt du? Thomas Rad, nur Liebe in meinem Herzen. Das ist, ja, das ist schon ein richtiger Racer. Der kann schon bis zu 30 km/h da drauf. Ja. Also der dein Opa war früher auch mal ein Racer, ein richtiger. Ne? Aber ist das jetzt nur, sagen wir mal, Hobby oder willst du das auch ein bisschen zum Beruf machen? Bei mir ist es jetzt erstmal nur Hobby. Mhm. Ich wollte eigentlich da auch ja, reingehen quasi als Beruf. Ich bin aber auch zufrieden mit meinem momentanen Job, kann man auch sagen. Was machst du gerade? Ich bin quasi Techniker im Rechenzentrum. Ich kann ihn nicht einschätzen, Bro. Ich möchte aus den Nerds Folgendes rausholen. Big W, actually. Mehr Selbstbewusstsein. Jeder Mensch ist schön. Und eine Menge Zuchtwichse. Auch toll. Sam darf natürlich erstmal ein bisschen stöbern, bevor das Umstyling-Team übernimmt. Aber haben die das zusammengepuzzelt da, was die da für Outfits hängen haben, oder was? Ja, Thema Styling ist mir aber trotzdem am Ende nicht so wichtig wie der Charakter. Charakter, ja. Over and out, mein alter Look. Piep. Ich sage dir jetzt goodbye und bin gespannt, was jetzt vor mir liegt. Der große Moment ist gekommen. Gleich werden die beiden ersten Umstylings gelüftet. Okay, was schlägt mein Outfittery-Agent mir hier vor? Ja, das ist die ganz besondere Therapieform. Also dein Nerd, Kilian. Mhm. Ja, bist du aufgeregt? Ja, voll. Ja? Ja, total. Er ist ja ein entzückender Mensch. Mhm, ja. Sehr lieb. Meine Güte, es ist ja wirklich toll. Ich fand es aber auch irgendwo manchmal so ein bisschen traurig, weil er möchte gar nicht mehr nach Hause zurück. Bist du das eigentlich? Du warst sehr schüchtern. Du bist hier so aufgeblüht und ich bin auch echt froh, dich kennengelernt zu haben. Und ich hoffe, dass du jetzt rauskommst und einfach richtig fresh und geil aussiehst. Nein! Nein! Nein, ach, nein! Nein! Kilian! Oh, einer von den Backstreet Boys! Was geht ab? Was geht ab? Du siehst fresh aus! Wow. Fresh und clean! Oh. Wow. Nein! Oh mein Gott! Okay, nee, ist auf jeden Fall besser als vorher. Ist ein bisschen Bad Boy, wa? Einfach. Und du hast Bro, ich sag, die haben damit ganz, ganz großes. Die haben Kersten Schrott draus gemacht. Ich kann nicht verstehen, du wirst begeistert sein. Das ist jetzt auf einmal der, der immer lacht. Nein, sie haben das Piercing drin gelassen, Freunde. Wow, aber wie fühlst du dich? Ey, das ist ein Geschmack wie Black Johnny Depp. Oh mein Gott. Aber wie fühlst du dich? Fühlst du dich wohl? Ich hab mich noch nicht gesehen. Nee, er hat gar sich noch nicht gesehen. Oh, er weiß Kilian, gar nicht. Ja, aber also machen, ne? Wow. Die Haare sind auf jeden Fall besser, Bro. Klasse. So bist du in die Sendung gekommen. So bist du auch heute. Ein Kumpel hat sich legit eingetragen bei Outfittery. Ey. Zu mir gekommen. Was ist denn? Ich bin gespannt, wie ihr es selber findet. Alter, drauf. Alter! Oh! Alter, das sieht auf jeden Fall fresh aus. Er kann sein Glück kaum fassen, Bro. Wisst ihr, wie er immer noch aussieht nach wie vor? Bro! Und? Gefällt's dir? Ja, mir gefällt das. Bro, das war die große TK Maxx Shopping Tour, Bro. Ja? Ja.
Ist das so cool? Ja, ich finde das sehr Thomas cool. Thomas hat richtig gespart. Cool. Doch, ist ein Strahlemann. Man muss sagen, ist auf jeden Fall besser als vorher. Lass dieses, also du musst auf jeden Fall was tragen mit Ärmeln, Bro, so, aber... Ja, jetzt ist dein Nerd dran. Ja, nein. Oh, imagine, der kommt jetzt mit so einem Fuchsschwanz im Arsch raus. Meinsam, aber... Es hat erstmal so ein bisschen gedauert, aber ich glaube von seiner Seite auch aus. Ne? Er konnte noch nicht so direkt dich umarmen und Hallo sagen. Er war halt sehr schüchtern und sehr zurückhaltend und ich bin halt gar nicht schüchtern und gar nicht zurückhaltend. Also hier bin ich wirklich gespannt. Steuerfrau Shelley hat das Wort. Was macht er? Er regelt sich so vor diesem Vorhang, okay? Und er regelt sich geil. Jetzt kommt der neue, selbstbewusste, super coole... Wer ist jetzt, Bester? Sammy! Sammy, komm raus! Lass dich schrecken! Sammy! Wie krass sieht der denn aus? Bro, bitte! Sammy, was ist das, der alte Skin? Was macht er, Bro? Er sieht aus wie der vernachlässigte Bruder von Julienko. Ist das ein Look, oder? Nein. Ja, fühlt sich krass. Wie fühlt sich das an, Sam? Gerade fühlt sich schon ganz geil an, muss ich sagen. Ich bin jetzt mal gespannt, weil ich habe. Der darf nicht so sich blicken lassen. Ich habe selbst auch noch nicht gesehen. Und, aber das muss schon. Das ist Mario Oktober. Muss schon gut aussehen, wenn es so rüberkommt. Guck mal, er ist gerade selber überrascht. Huh? Was haben meine Stylisten da gemacht? Nein, Sammy. Wow. Ach du liebe Leid. Hör mal, was hast schon du? Ah, Kukumoto. Kukumoto. Darf ich mal näher ran? Oh, besser. Der sieht ja geil aus, der Typ. Boah, es ist wirklich Julienko, so, aber auf Nase. Es war einfach unglaublich. Alter. Hilfe, was ist das? Wo ist der Übergang? Es gibt keinen. Es gibt nichts. Gibt nichts zum Kicken. Ach, du heiliges Kanonenhoher. Nein! Sogar der Klabautermann sieht das! Tammy ist im nächsten Pumping Monkey Video dabei. Ja, ja! Dass mein Nerd, der da gerade steht und der da gerade den geisteskranken Walk. Ich liebe das. Und ja? Gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich sag dir auch noch vielen recht letzten Dank quasi für alles. Sehr gerne. Einfach sehr super gern. Geworden. True, Digga. Das muss für heute reichen. Bro hat das Ape-Crime-Logo tätowiert. Das waren die ersten zwei Umstände. Sami kann jetzt Schattenboxen enden, wo wir Brot direkt in jede Polizei kontrollieren. Nein. Allerdings hier bei Beauty and the Nerd. Nächste Woche geht's natürlich weiter. Einfach Brotdüsener umgehangen. Freuen Sie sich auf Joelle und Colin. Oh nein. Hier bei Beauty and the Nerd. Oh. Das ist wirklich respektlos. Okay, Chat, alter Schwede, Bro. Also das war wirklich eine gottgegebene Folge. Scheiße, Alter, Thomas hat mich komplett verarscht. Ich werde jetzt Kapitän, aber von der Kost-